Und der neue Morgen beginnt. Hallo, willkommen zurück. Ich werde erst einmal den Ofen wieder ausstaffieren. Ein Traum. Volle 4 Eisenbarren. Und dann einmal gucken, ob jetzt endlich auch die Karotten. Jawohl, das sieht gut aus. Komm her. Das waren nicht die Karotten, aber hier. Die Möhren. So. Gut, gut, gut. Ausgezeichnet. Die Samen lasse ich noch einmal hier. Beim nächsten Tagesanbruch geht es auf jeden Fall. Kann ich damit etwas anfangen? Vielleicht. Geht es auf jeden Fall in die Stadt. Und wir veräußern die übrigen Waren. So, Moment. Kaufmann, 12 Karotten, jawohl. Kohlköpfe und Rüben. Karotten habe ich dann genug. Rüben habe ich genug. Kohlköpfe. Ha! In der Kiste. Jawohl, haben wir auch. Sehr schön. Der Wärterschlüssel. Arbeitszimmer. Jetzt liegt hier dieser Schlüssel. Ach ja, aber der ist für das Arbeitszimmer und das Arbeitszimmer befindet sich in der Kirche. So wird da ein Schuh draus. Eisenbarren, Nägel, Eisenerz. Ich versuche mir zu merken, dass das alles noch hier liegt. Jetzt nehmen wir erstmal Verkaufsware mit. Verkaufe ich den Ernteabfall? Na. Na, na. So. Dann kommt zu mir, Schätze der Erde. Die Nacht ist demnächst vorbei. Ein wunderbarer Zeitpunkt schon mal für einen kleinen Spaziergang in den Sonnenaufgang. Wir gehen ja auch nach Osten. Ach, ich könnte natürlich auch mal den neuen Geheimgang benutzen. Völlig ungewohnt. Aber ich genieße es auch, diesen Weg zurückzulegen, die Gedanken ein wenig schweifen zu lassen. Und da ist auch der Kaufmann. Ich habe gar nicht auf den Tag geachtet. Ich hatte nur wahnsinnig Glück. Oder ist er immer hier? So, ich habe Karotten für dich. Gut gemacht. Außerdem habe ich Kohl. Ja, gut gemacht. Und Rüben. Ja, ja, gut, gut wie die anderen Dinge auch. Bist wohl fertig, ja? Aber um ehrlich zu sein, das Gemüse ist echt furchtbar. Das könnte ich nur an die armen Stadtbewohner verkaufen. Die essen alles. Ach, sind die Stadtbewohner hier echt die armen Säue? Vor allem nach 2 schlechten Ernten nacheinander. Schlechte Ernten? Ich sehe keine Anzeichen schlechter Ernte. Hier gewächst und gedeiht doch alles. Dieser Ort ist ja auch gesegnet, aber in der Stadt und in ihren Vororten gibt es eine Wasserknappheit. Der Vimur-Fluss hat weniger Wasser. Nur der Gjoll, der an einem Friedhof vorbeifließt, bringt Wasser nach Vimur. Der Wasserstand im Hafen der Stadt ist zu niedrig, deshalb kann auch das Schiff der Toten nicht ablegen. Dann sollte ich vielleicht auch meine Leichen nicht mehr den Fluss hinunterschicken. wie sieht denn das aus? Wärt ihr dann vielleicht trotzdem interessiert, für diese Städter, also weitere Ernten zu kaufen? Du scheinst ein anständiger und vertrauenswürdiger Typ zu sein, sage ich hier so, mit den Armen verschränkt, dich nicht einmal anguckend und den Blick hinter der Sonnenbrille. Völlig richtig. Ich habe einen Traum. Und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Es wird Zeit, dass wir beide bekommen, was uns zusteht. Noch ein bisschen mehr Wampe, weißt du? Was uns wirklich und wahrhaftig zusteht. Also noch feinere Kleidung natürlich. Und deswegen muss ich der königliche Küchenmeister werden. Und königlicher Geschmackstester natürlich. Weißt du, Meister für das Ansehen und das Geld und
Geschmackstester für die Wampe. Dies sind mir unglaubliche Macht verleihen und ich komme an das all das leckere Essen ran, das sich nur der König leisten kann. Völlerei ist eine Sünde, weißt du? Aber was hat das mit mir zu tun? Geld! Wir werden ein Vermögen verdienen. Ja, also dann bin ich doch dabei. Um mein Ziel zu erreichen, müssen wir den Kampf an zwei Fronten gewinnen. Zunächst müssen wir den Markt für Delikatessen in der Stadt dominieren. Und dann müssen wir die Mitglieder des Königlichen Rates bestechen. Das ist doch immer noch die klingende Münze, die viel mehr bringt als die Kunst des Kochens. Mit diesem Gemüse fassen wir auf dem Markt keinen Fuß. Aber ich erkenne das Potenzial. Mit dem richtigen Dünger und einer guten Auswahl an Saatgut könntest du was Feines anbauen. Aber zunächst brauchst du eine Handelslizenz vom Briefkasten bei deiner Kirche. Ja, die werde ich da nicht so einfach rausholen können, oder? Besorg dir eine und wir sind Partner. Oha. Ja, toll. Von dem ganzen Zeug willst du nichts, ne? Goldschmuckverzierung, das ist noch weit über allem, was ich brauche, oder königlichen Fisch oder Traubenkerne. Eine Handelslizenz. Könige beliefern. Da wagte ich ja nicht einmal dran zu träumen, dass ich einmal mit irgendwelchen Leuten aus höheren Schichten verkehre hier. Aber Horadric, für dich habe ich immer noch eine Lizenz. Und wie ich sehe, geht es deiner Geldbörse auch gar nicht so schlecht, oder? Und du hast immer nur noch Bier, Bier, Bier. Und der Astronom hatte auch keinen Wein. Aber ich dachte, der Astronom war mein Hinweis für Gary. So viele Mysterien und so viele Aufgaben. Das ist schon spannend. Das ist schon... So, ich habe eigentlich alles erfüllt, was ich hier wollte. Ich werde jetzt einmal das Buch lesen, jawohl. Hier werde ich mich hinsetzen und ein bisschen zu Gemüte führen. Ich fühle mich schon viel schlauer. Viel, viel schlauer. Ich könnte das nicht lernen, obwohl ich die Voraussetzungen erfülle. Oh mein Gott, ich habe doch das hier schon... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie blind kann man sein? Möchte ich die Leichenverbrennung dann freischalten? Na, ich glaube noch nicht, oder? Ein Ort, um Leichen zu verbrennen. Doch, wir machen das jetzt mal. So. Da fand ich, habe ich mein neu gewonnenes Wissen doch gut investiert. Du möchtest mir nur wieder irgendwelche Töpfe verkaufen. Da kann ich nicht hin. Achso, das sind wahrscheinlich deine Lehmgruben, oder? Pass bloß auf, dass dir dein Haus nicht abhaut. Ich kenne das. Ich komme aus einer Sickerstadt. Viel, viel Salz abgebaut. Und dann kommt der Regen, dann kommt die Schwemme, dann kommt die Untergrundbewegung. Irgendwann sehen deine Gebäude aus, als hätten sie Blähbauch. Oder es reißt dir gleich die ganze Fassade weg. Und ich habe den Geheimgang wieder vergessen. Gut organisiert ist halb gewonnen. Danke, Esel. So. Wen haben wir hier? Ah, du bist der alte Opa Gerhard, oder? Dann komm mal her. Warst bestimmt fleißig in deinem Leben. Da ist das schönes, sehniges Fleisch. Das hängen wir ab, machen Feinschinken draus. So. Ach, schau einmal an. Ich sehe jetzt hier gar keinen weißen Schädel, sondern nur einen roten Schädel. Also bei der Skizze hier vorne.
Ah ja, jetzt sind es zwei rote Schädel. Alles klar. Gut. Dann werde ich mal versuchen, Gary, für diese Person eine Feuerbestattung zu finden. Das wäre bestimmt auch in Gerhards Sinne gewesen. Steinerne Urnenhalle. Oha. Das übersteigt erstmal alles. Gut, Grabesverzierungen müssen her. Es hilft nichts. Oh, zack. Dann lagere ich erstmal mein Eisen zwischen. Dann kann ich auch die Liege zwischenlagern. Ja, es tut mir so leid. Rübe, Kohl, Karotte. Er wollte euch einfach nicht. Er wollte euch einfach nicht. Dann spare ich mir jetzt auch erstmal den Anbau, bis ich auf die Idee komme, wo ich den guten Dünger herbekomme. Holzreparaturwerkzeug. Ich brauche Planken. Ich brauche aber auch die anderen. Aber dann stelle ich mir erstmal hier zwei Planken her. Nummer 1. Und Nummer 2. Da ist auch das schon wieder fertig. Dann stelle ich mir nochmal Balken her. Oh, das ist eine Plackerei. So. Ausgezeichnet. Nägel schon wieder. Auch damit kann ich aufwarten. Es wird auch schon wieder. Ach, es ist schon wieder weit nach spät. Es wird schon wieder früh. Gut. Ich glaube, bevor ich das jetzt anfange. Ein wohlverdientes Päuschen, ein Nickerchen, ja. Ist natürlich auch schon wieder. Du lungerst jetzt hier immer rum an diesem Tag, ja? Autsch. Pfosten gelaufen. Nein, tust du nicht. Oder nur des Nachts. Hm. Kann ich hier unten jetzt irgendwas Neues errichten? Nur Kisten. Gut, gut. Ob ich diesen Lagerraum irgendwann füllen werde? Wenn ich schon drüber nachdenke, eine Handelslizenz zu erwerben und Könige zu beliefern, dann ist mein Plan abzureisen schon ein wenig in die Ferne gerückt. Ich brauche nur tatsächlich für ein zweites Set noch mehr. Ich brauche mehr Holz. Ah, aber es sind auch gleich 4 auf einmal. Das ist großartig. So. Ja, du siehst gut aus. Auch wenn gleich mit 2 Stämmen. Ich bin übrigens ganz fasziniert. Das war falsch. Aber auch nicht schlimm. So, jetzt brauche ich 8 Planken, wären super. 8 Balken meine ich. Ich kriege 12. Ratsch, 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 ratsch. Habe ich mich schon darüber gewundert, wie es meine Frisur und mein Bart schaffen, immer noch so gut auszusehen. Obwohl ich jetzt wirklich schon ein paar Wochen hier bin. Irgendwie sind hier die Gesetzmäßigkeiten doch ganz anders. So, perfekt.
traumlose Nächte. Vor dem ersten Hahnenschrei sind wir schon wieder auf den Beinen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dann setzen wir doch erst einmal in Stand, was sich hier noch rennen lässt. Wahrscheinlich sind es auch mehr, als ich brauche. Das ging so gut von der Hand. Steinerne Grabumwandlung nicht beendet. Steinkreuz. Da brauche ich ein steinernes Reparaturset. Ha! Habe ich sehr viel investiert, um ein einzelnes Grab zu retten. Ja. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Ah, aber ich kann auch die Kreuze reparieren. Gut, gut. So. Ist eine Holzmarkierung, die benötigt keine Reparatur. Ah, so. Ah, so. Und du warst trotzdem nicht, du bist Holz. Perfekt. So, komm. Das kann ja hier keiner mit ansehen, dieses ganze Unzucht und alles, was da so rumkreucht. Oh, das kostet mich 2. Doch nicht so viel investiert. So. Das sieht doch gut aus. Und dich kriege ich auch in den Stand gesetzt. Ist es ein Steinkreuz, aber das hier? Jawoll. Nein, das war doch ganz gut. So. Auf minus 10 bereits ohne Kreuze. Das ist hervorragend. Ich zähle immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ich zähle 6, 7, 8. 9, doch 9 Gräber. Minus 3. Boah. Ja. Das war der. Ahaha, da sieht es mit den 3. Da habe ich den zu Grabe gesetzt, glaube ich, den ich bis zuletzt ausgeweitet habe. Das ist auch eine ziemliche Sauerei. Das zipscht wohl noch durch. So, Stein kann ich nicht reparieren. Das ist bereits in Stand gesetzt und die Umrandung ist Stein. Gut, mit der Reparatur sind wir so weit fortgeschritten, wie wir können. Dann lagere ich dich auch hier ein. So, gut. Als nächstes erst einmal Massenproduktion Holzkreuze. Ich habe ja gedacht, das wird eine unüberwindbare Aufgabe, ein Monumentalwerk, ein Epos. Aber so wie es sich jetzt schickt, sind wir doch schon sehr nah auf dem Weg ins Positive. Holzmarkierung und Grabumrandung. Die Grabumrandung sind sogar... Oh, ho, ho, ho. So, aber warum? Oh, weil es günstiger ist. Ach nee, es ist nicht günstiger. Ich werde mal eine Holzmarkierung und ein Holzkreuz setzen. Und mal schauen, ob es tatsächlich jeweils nur 1% ist. Aber es ist mehr Arbeit und teurer. So oder so. Mehr Holz. Mehr Holz! Das ist auch auf jeder guten Veranstaltung, die der Bischof, nein, die der Inquisitor benutzt. So, wenn ich dich jetzt hier noch mit... Naja, leider nein. So, komm. Nee, ich will nicht sammeln. Nein! Gut, machen wir erst die Pilze weg.
Die Blumen. So, die beiden, die trage ich noch flugs ins Lager. Und dann schicke ich mich an, den neuen Tag mit einem Nickerchen zu begrüßen und verabschiede mich für dieses Mal. Bis demnächst.